Ha! Ha! Ha!
OG to the OG. From nosebleeds to floor seats. Something stronger than Cuban links. My gold dance, your gold plated. You verse me, now that's a reach. We red. Who red? We red. Who ready? Who? We ready? Promise I'm not being petty. I'm the one they envy. Brody moving state to state. Make a million out the semi. Plus I grind to the star. I was stacking pennies. I might dip like Machiavelli. After the confetti. Who red? We red. Who red? We red. Who ready? Who? We ready? Who? Who ready? Who? We red. Who? Who ready? We red. Weil ich ein Idiot bin. Okay. Ja, kein Problem. Ich bin eben gerade erst wiedergekommen. Ich habe einen Anruf von der Firma bekommen und musste ganz dringend los. Und während des Telefonats habe ich das Mikrofon ausgeschaltet. Und weil das so stressig war, bin ich beim Wiederkommen, habe ich nicht drauf geachtet und das nicht wieder eingeschaltet. Ja. Aber wegen vorhin kein Problem. Ich habe derweil gegessen. Also das hat sogar sehr gut gepasst. So. Was wollte ich denn jetzt machen? So, Endstone. So, Endstone kriegen wir... Ja, ey.
Wenn du da Bock hast auf die Mods, ne, dann soll es doch auch vernünftig funktionieren. Also ich kann das dahingehend schon verstehen. Das halt. Guten Abend. Oh Gott, 25.000 Service-Roboter. Aber das ist schon ordentlich was, muss ich sagen. Und ja, ich musste eben in die Firma fahren und da ein paar Sachen abholen, ein paar Sachen erledigen und dann bin ich wiedergekommen. Hab vergessen, das Mikrofon wieder einzuschalten. Was ein bisschen blöd war. So. Mystical. Oh. Ferium. Okay. Ja. Das mit dem Mikrofon, ja. Ist gut, dass ihr immer Bescheid sagt. Ich glaube, ich sollte mir da mal so einen Fußschalter installieren und der ist einfach nur, wenn ich drauf drücke, ist der Sound weg. Ja, die wollte ich. Ostteil. Wo ist er? Ja, das muss ich auch noch einrichten. Das wird echt Sinn machen. Na toll, jetzt ist schon wieder Tag. So. Also. Gras. Dann nehmen wir 4 Stück. Einmal hier hin. Einmal hier. Hier. Super. Dann kommt. Es gab hier eine richtig geile Wall. Hot Brick Grass Topped Wall. Wow.
Die sieht doch mal mega aus. Ah, oh, schön. Danke für den Follow, Restos. Saboteur. Bis jetzt sagt mir das nichts, aber wir können mal eben ein Auge drauf werfen. Gibt's das überhaupt bei Steam? Oh, gibt's bei GOG. Oh nee, das habe ich ja überhaupt nicht gespielt. Das sieht auch nicht so aus, als ob das was für mich wäre. Ah, ja. Kann ich gerne machen. So, obwohl das jetzt hier gerade läuft. Hey. Also. Du hast ja hier dein Energized Orb. Und da schmeißt du einfach deine normalen Uranium-Ingots rein. Und du kannst 6 Stück auf einmal reinschmeißen. Und du musst halt diese Energize Rods musst du an Strom angeschlossen haben, damit sie das hier mit 180.000 befeuern. Aber du kannst auch hier drücken, dann siehst du, was für Rezepte das benötigt. Und dann kannst du hier unter Energized Orb, siehst du dann, was man damit alles machen kann. Und je mehr du von diesen Rods stehen hast, je schneller funktioniert das dann. Und ich habe das Ganze hier automatisiert, deswegen läuft das gerade so durch. Du musst dir... hier. Du musst dir Deep Slate holen. Das musst du mit dem Hammer zum Beispiel verarbeiten. Das musst du dann sieben. Und dann kommt da per Zufall Uranium-Ohr raus. Also, wenn wir jetzt Deep Crushed. Deep. Genau. Also, Crushed Deep Slate. Wenn man das hier auf dem Sieve anguckt, oder Sieve, dann siehst du, dass du hier eine 4%ige Chance hast bei einem Stringnetz. Dann brauchst du 4 Stück davon. Und dann kriegst du ein normales Erz und das kannst du dann verarbeiten. Dann bekommst du ein Ingot und dann kannst du das hier reinschmeißen. Und mit Project E kannst du es, ist ein 1:1 Rezept, damit kannst du es relativ einfach umsetzen. Ja, kein Problem. Und ich kenne das mit dem Blindsein, das, ja, kenne ich nur allzu gut. Und Lala, und bist du das gerade am Zocken? Okay. Cop Deep Slate. Ah. Ach so. Okay. Wie mache ich das am geschicktesten?
Ich weiß wie. Obwohl, und? So, ein davon. Komm, Deep Slate. Dann Processing. Ein rein, raus bekommt man. 128 192 und okay, Lala. Also ich hab's noch nie gespielt. Unser erstes Rezept hin. Okay, das passt gut. Crafter. Frenche. Cable haben wir hier. Das rein. Speed. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen was her. 2008. Will ich mal sehen. Deep Slate. Oh, Blacklist, Whitelist. Oh, macht er. Ah. Sauber.
Das hat geklappt. Ich denke mal, damit werden wir noch ein paar andere Sachen umbauen. Weil das hier sieht nicht hübsch aus. Und das ist ein bisschen verschwenderisch. Cool. Das passt dann, ja.
Okay, das müssen wir dann als erstes hier noch bauen. Okay. Ah. Whoop. Ja, viel Spaß dir dabei. Und ja, man braucht zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung. Laut? Weiß ich nicht. Bei mir ist alles ganz normal eingestellt. Also auch das, was bei mir hier übertragen wird, ist normale Lautstärke. Okay, komisch. Müssen wir beobachten. So. Pylon. Jetzt.
Oh Gott, ist das hell. So, wie viele Seiten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Seiten. Sechsseitiger Würfel. Port. Ja. Sechs mal drei sind 18. Die Mensch haben hier Importer. Gut, haben wir die auch geupdatet, abgegradet? Okay.
Okay. Denn das Lily? Lily Pad of Fertilization. Gas Permission Creeper. Gas. Okay. Was braucht es noch? Ripbow. Skeleton Prediction. Und Slime Pearl. Nö, eigentlich nicht. Gehst hier auf Resource Packs und schiebst sie dann einfach hier rechts rüber. Dann musst du die halt anordnen. Es kann halt sein, dass du... das halt so ein bisschen sortieren musst. Dass dann halt zum Beispiel das Pure PD ganz oben ist und der Rest dann da drunter. Dann drückst du auf dann und dann rödelt der ein wenig und dann funktioniert das eigentlich alles immer. Und du musst die Ressourcenpacks natürlich irgendwo runterladen. Das gibt meistens noch Add-ons, die du direkt bei PureBD dir holen kannst. Die dann zum Beispiel noch das Aussehen von Pflanzen ändern können. Ich kann mal eben gucken. Zwex. Stickelpack. Genau. Es gibt dann immer so Add-ons. Die kannst du dann in der Größe, die du haben möchtest, runterladen.
Und wenn das dann runtergeladen ist, dann kannst du Resource Pack Open Folder, das ist dein Hauptverzeichnis, wo die Resource Packs drin sind. Dann kannst du es hier einfügen, dann taucht es hier auf. Sagst einmal bestätigen mit dem Haken, sagst dann. Und dann werden die integriert. Und da gibt es halt, also in meinem Fall ist es halt immer Swags, weil ich das echt nice finde. Aber es gibt ja zig Ressourcenpacks und dann kannst du die einfach so anpassen. Moin. Jo, und bei dir? Geworden. Ja, und jetzt habe ich halt Mystic angepasst. Das sieht halt alles jetzt ein bisschen nice aus. Das freut mich für dich. Das ist schön. So, dann. Ich glaube, dann baue ich hier den Altar auf. Schade. Bone Meal. Ich weiß, was wir machen können. Das hier alles noch ein bisschen schauen. Hello, my friend. Do you have flowers? Er hat keine Flowers. Wie können wir denn noch ein Bett? Das ist natürlich gut. Stickle. Was hast du denn im Angebot? Guck, das einfach eben alles leer. Den finde ich gut. Okay. Achievements. So. Die. Oh mein Gott.
Strawberry Seeds, okay. Kriegen wir das auch noch irgendwie anders? Okay, haben wir Beetroots. Emeralde. Mocken. What geht? So, ich versuche jetzt mich an der Automatisierung von Dingsens, wie heißt es gleich noch? Mystic Agrikultur. Ja, genau. Das ist... eins zu dicht. Eins, zwei, drei. Ach, verdammt. Zwei. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Also. Ja, das musst du eigentlich nicht machen, aber ich mach das eigentlich immer ganz gerne. Das bringt Spaß. Also, ich mag es, Sachen zu automatisieren. Obwohl ich das jetzt schon ein paar hundert Mal gemacht habe, gefühlt. Also mindestens 10 Mal oder so. Aber es macht nach wie vor sehr viel Spaß, sowas zu automatisieren. So.
Barrels? Also. Oh. SoulSend habe ich noch nicht automatisiert, da bin ich noch nicht rangegangen. Aber das wäre auch noch etwas, was man umsetzen kann für die ganzen anderen Produkte. So. Und das alles auf deinem Anarchy-Server. Das ist boah, schon ordentlich. Ja, das ist am Anfang echt problematisch. Das dauert echt eine gute Weile, bis du das alles umgesetzt hast. Okay. Auf welche Energieproduktion bist du aktuell gegangen? Oder erstmal nur so einen simplen Kohlereaktor? Warum sieht das so hässlich aus? Ist das dieselbe? Ah, ja.
Hatte ich auch am Anfang. Das dauert dann ein bisschen. Tipp dahingehend. Am Anfang sehr viele. Hol dir einen Autoklicker. Und das andere ist, sehr schnell immer ganz viel Deep Slate durchhauen, damit du nach und nach Uran bekommst. Ist das der Mechanism-Teil? Genau, und dann kannst du dir schon einen kleinen Reaktor bauen, der dann alles beschleunigen wird. Okay. Mit denen war ich noch gar nicht. Ah, okay, du bastelst sie dann zusammen, ne? Irgendwie so war das doch. Also, dass du, ich glaube, immer drei von einem Typ brauchst, um die nächste Stufe zu erzeugen oder so. Waren das die? Okay, dann gib mir einen Moment. Ja, aber ich habe nichts großartig. Also ich habe zwei Packs hinzugefügt, aber ja, das testen wir später, was das ist. Also ich teste das später. Alter.
Okay, das ist doch ein bisschen problematisch, dass du die Sachen nicht siehst. So. Gerade. Gerade. So. Oder es liegt am Shader, wenn es ganz blöd läuft. Starte ich gleich mal das Spiel. Vorhin hat es aber noch funktioniert, aber ich habe, ich war kurz weg und habe das Spiel laufen lassen. Vielleicht hat das irgendwie einen Schuss weggegeben. Let's have a test. Ich bin ja schon mal froh, dass ihr selbst das auch seht. Sonst kann es ja passieren, dass man denkt, man ist bescheuert. Liegt bestimmt daran, dass ich gerade wieder angefangen habe, Rufbereitschaft zu machen. Und, ja. Okay, es war das Spiel. So soll's aussehen.
Also das hier ist Mü in. Chess, nee. So. Redstone, Redstone. Compara. Repeater. So, und damit kriegen wir den gelockt. Super. Nice. Die wollte ich auch noch irgendwann einsetzen. So, und jetzt alles konfigurieren. Gerade. Hier und hier. Das hier ist gerade. Ja, ich auch nicht. Aber damit wirst du Zuschauer jetzt spawnen, weil wir über MEs sprechen.
So. Kann ich ein Earth Seed machen? Okay, dann Test. Okay, so. Nice. Nice, es funktioniert. Okay. Ah.
Das Übliche. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das auch andauernd passiert ist, aber ja. Ah. Das erste Mal ist ja immer aber die sind auch ein Content. Ja, also habe ich auch gemacht bis zum Emerald und dann habe ich den Tipp von Zuschauer genommen und habe mit Project E angefangen, weil du kannst, hast du irgendeine Möglichkeit, hast du schon Tiere? Nee, leider nicht. Obwohl. Ha. Du brauchst nämlich, musst mit Hostile Networks anfangen, damit du Generalized Overworld Prediction bekommst. Die kannst du nutzen, um Nether Predictions herzustellen. Die kannst du wiederum nutzen, um einen Blaze Rod herzustellen. Und diesen einen Blaze Rod, den du herstellst, oh Gott, den packst du in die Project E Kiste und schmeißt die Ressourcen rein und dann kriegst du ganz viele Blaze Rods. Vor allem, was ich empfehlen kann, ist, wenn du die Kristalle hier reinschmeißt, die geben 250 raus und dann kriegst du davon einen ganzen Haufen. Oh. Ah, okay. Ja. Ja, ich dachte vielleicht Upgrade für deine Öfen.
Oh, wieso sind jetzt zwei da? Wir kriegen einen Hut. Ah, okay. Ist der aber nicht langsamer als die? Das weiß ich aber nicht. Ah, okay. Wir stellen einen Red Fertilizer her.
Okay. So. Wow, eine.
hätte noch bescheuert bei werden, ey. So, ich hole mal eben kurz Akkus, kleinen Moment. Jetzt läuft die Schmelze automatisch nach Verbesserung. Sauber. Dann geht's ja langsam voran bei dir. So, jetzt sollte. Was nur für die Erze, die Ironie. Ach so, Iron Draws Craften. Aber was mich nervt, ist, dass die Nuggets nicht mehr sind. Ah, weil du auf Diamond wahrscheinlich gegangen bist mit den Netzen, oder?
Ja, Ausrufezeichen DC. Oh Mann. Nicht viel. Ich versuche mich hier gerade an Dingenskirchen. Also hier Mystic Agrikultur versuche ich mich gerade dran. Oh. Wieso denn das? Kann es sein, dass Discord gerade down ist? Nutzerberichte deuten auf Probleme hin. Ah, weil ich ein Idiot bin.
So. Eingeschränkte Gültigkeit. Nach 7 Tagen liefer ab und ich habe es natürlich alles genauestens gelesen und alles sofort richtig gemacht. Ja. Tja. Ist das alles bescheuert? Und ich glaube, du solltest jetzt einfach in Minecraft was reinposten können. Ja, ich bin auch über die Web-Oberfläche drinne und nicht über sonstiges. Und ich habe einen Notifier, aber ich weiß nicht, woher ich den Notifier. Ja, beim Handy bin ich auch drin, nur die PC-App selbst geht nicht. Okay, ich habe eine Nachricht von Twitch bekommen. Zum 11. Juli ändern wir für bestehende in deinem Land die Preise für die Webversion gekauften Abos und der Stufe Preis für die bestehenden Abonnements. Einklang zu diesem Medienfilm. So, und wie viel? Was erhielt die denn? Was ist denn Woodbox? Ah, okay. So. Jetzt müssten wir aber
ansatzweise genügt haben. Wir müssen ja nur eine herstellen. Oh yay. So. Damit können wir jetzt den Master Infusion Stone herstellen. Super. Ultimate Use. Ne, Unlimited. Crafter. Import. Export. Das sieht verdammt cool aus. Die Idee finde ich super. Das sieht aus wie hier, wie heißen sie? Die Killings. Sind das Killings? Alte Kohleproduktion. Ja. Ah, ich suche gerade ein Bild. Mittelalterliche Herstellung. War das das? Ja. Das hat so ein bisschen was von dem hier. Finde ich eine coole Idee. Und Zuschauer, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich würde auch immer nur das Gesamtmodpack tauschen durch die... ja, weil sonst passiert immer nur Unsinn.
Oh. So, oh. Dann das Ganze zum, damit die Produktion größer wird, wäre richtig Massen. Für mich wäre es das beste Spiel immer, einfach nur, wo es nur geht. Ich will einfach das Finanzamt. da kann ich dir wärmstens Foundry ja, ans Herz legen. Das fand ich in gewissen Zügen besser als, verdammt, als, wie heißt es gleich noch, Satisfactory. Oh Gott. Warum machst du denn sowas? Das ist ein wenig gestört. Kleine Farm. Also eine treffende Bezeichnung, sagst du?
die anderen Furnace, die schmelzen noch alles durch. Da braucht doch nichts extra gemacht werden. Ja, okay, ja. Dann würde ich das genauso machen, wenn du noch nicht so viel fertig hast. So, das kriegt man, indem man... Oh Gott. Ja, das dauert ein bisschen, ne? Was ist das eigentlich? Das hatte ich bei dem einen Walkthrough gesehen. Und bei Chosen Architect und bei allen anderen. Warum habe ich das nicht? Habt ihr das? Diese Ability Bottle? Hast du mal das Factory Upgrade dir angeguckt? Damit kannst du die auf Strom umstellen. Ja. Same hier. Also hier unten steht ein Iron Furnace, der das alles gerade durchballert. Kommt eigentlich die Kiste hinterher? Ja, gut. Ja. Ja, das kommt aber alles noch ganz sicher.
Refine Storage. Oh, ich will erstmal eben gucken. Sugar. Sugarcane kann man mit Nature Seed. Okay, dann als nächsten Schritt. Nature. Natur. Tato. Kaktus. Okay. Bucket. Oh Gott. Bei dem großen Monitor wird mir schlecht dabei. Wieso? Ich hatte doch... Oh. Ja, das sieht auch bedeutend schöner aus mit Gras. Ich glaube, RF Tools hat ein Blackboard. Sugarcane. Pumpkins.
Oh, Crimson. Oh Gott, ich habe keine Crafter. So. So, und wie war das nochmal? Ture? Okay. Prosperity Charts. Das können wir herstellen aus Block Conversion. Oder den Kram auch. Man könnte auch Full Counting machen. Wie kriegen wir das? Studium. Atomizer, Soul Sand, oh. Das kriegen wir auch nur aus Soul Sand. Kabel, Europenium. Oh, verdammt. Oh mein Gott, es gibt Thulium, oh Gott. So, ich hatte irgendwo was gesehen. Getting started, war das 1 oder 2? Zwar hatten die hier irgendwas mit extra Dimension. Oder Tipps und Tricks? Ja, hier. Hyperbox. Oh mein Gott. Oh, ich habe zu viele Pilze gegessen. Okay, das war ein wenig zu viel. Okay. Oh, dafür brauche ich Crying Obsidian. Kann mich verarschen?
Hyperbox. Verdammt. Okay. Nee, leider noch nicht. Hast du schon welches? Wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Hocklin? Ich glaube, du kannst hier einen Possessed Hocklin spawnen. Ach ja. Ja. Oh Gott. Also worauf ich keinen Bock habe, ich glaube, das ist der Mod, ist das hier. Das ist übelst laut. Ich glaube, das funktioniert sogar hier hinten. Wie viele Schicken habe ich? Genügend. Seed. Das meinte ich. Das ist so absolut nervig. Das geht gar nicht.
das sind auch noch die Blocks. Sounds, das heißt, du hörst dann nicht, dass du Sachen abbaust und so weiter. Das ist. Ja. Und der Muffle-Mod bringt auch nichts. Oh. Was wäre der hier? Weiß ich, was ich mache. So. Pad an. Ping. Ping. Tinted Glass. Ach verdammt.
glaube, ich mache gleich auch noch ein bisschen Mechanism. Vielleicht. Top. Nee. Extra. Input. Back. Output. Und Gate. Die habe ich. Habe ich hier. Also, was brauchen wir denn alles? Redstone.
Okay, das ist easy. Hey ho, willkommen. Ich versuche gerade Mechanismen zu automatisieren. Und im Hintergrund wird gerade Soul Sand hergestellt. Das ist dieses nervige Geräusch, was man die ganze Zeit hört. Ja. Oh. Redstone Iron. Und wie weit seid ihr gekommen? Okay, ihr habt also auch mit Mechanism angefangen. Okay. Ah, okay. Nice. Da bin ich noch gar nicht ran. Ah, Enrichment Chamber. Das brauchen wir einmal. Und den einmal. Den. Oh, es gibt hier auch noch Obsidianplatten. Also mit Power bin ich jetzt schon weitestgehend fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Nether Star. Dann kann ich damit auch loslegen. So. Importer. Exporter. Das war Kohl, genau, Carbon. Redstone plus ein Crafting Upgrade. Das war dit plus dit. Das hier das plus das und ein Crafting Upgrade.
iPad an, einfach. Okay, so, jetzt wird's nervig. Also, alles clear, top ist extra, unten ist Input, back ist Output, das hier ist Energie. Clear, front ist Energie, extra ist Input, Output, zurücksetzen. Ich habe ein bisschen bei euch nebenbei zugeguckt. Ihr seid eindeutig weiter mit den Mystic Agrikultur. Da habe ich jetzt gerade eben erst mit angefangen eigentlich. So, entwischtet. So. Stack. Pick up ein. Ich will ein. Stop. Deposit. Gott sei Dank. So. Okay, dann haben wir das.
dann können wir uns jetzt noch einmal eben um andere Sachen. Verdammt. Okay, ich brauche einen Crusher. Das noch. Und wie hieß ein Tier? Da. So, damit müssten wir jetzt eigentlich an den hier rangehen. Crusher. Also 1, 2, 3, 4, 5.
das geht auch. Okay, also ich brauche anstatt 2 plus 4. Das wird länger dauern. Sind die Speed-Updates jetzt durch? Ja, hä? Okay. Sie sind 1, 2, 3, 4, 5.
Hubschrauber. So, dann das auch fertiggestellt. Oh, ich habe das schon installiert. Okay. Kann das hier weg und das hier weg. Ich wollte doch gucken, wie der hier geht. Das war eine Crushing. Okay. Oh, du warst die ganze Zeit nicht da, deswegen war das alles kein Problem. Musst du Bescheid geben, wenn du wieder da bist. Ja, das geht gar nicht. So. Was haben wir denn hier? Ah, das freigeschaltet. Okay, aber ich weiß schon, wie ich morgen weitermachen werde. Oh Gott. Gott. So. Und zwar werden wir bei Mystical. Obwohl. Also Rack, das können wir drüber herstellen. So, Soap Sand. Dafür brauchen wir die Fire Essence. Lava Bucket können wir so herstellen. Okay. Okay.
Okay, super. Das will ich noch eben fertig machen. Für was fehlt mir denn? Ach, für die Netherbricks, okay. Also. Hier vier Buckets auf Lava. Da braucht nichts. Okay. Ja, gute Idee. Das werde ich jetzt auch machen. Wir haben aber reichlich geschafft. Also so ein bisschen was an
Mystic Agrikultur. Und ja, dann werden wir morgen mit Mob Grinder weitermachen und Mystic noch weiter ausbauen. Jetzt kriegen wir über Nacht einen ganzen Haufen Ressourcen. Und morgen werden wir das dann noch alles verbessern. Also wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut, habt einen entspannten Abend. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe dann ohne Unterbrechung, wo ich dann nochmal los muss. Ich hoffe, das klappt. Ja, und sonst erstmal gute Nacht, angenehmen Abend. Passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns morgen mit Mob Grinder, Stick Agrikultur und so weiter. Genau, und dann erstmal gute Nacht und auf Wiedersehen. Ciao und bis denne. Auf Wiedersehen und danke fürs Dabeisein. Tschüss.